Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich gar sehr, dass du deinen Weg hierher gefunden hast. Ja, wir gehen heute mal wieder auf Spurensuche im Universum. Was möchte heute an uns weitergegeben werden? Heute an diesem Samstag. Was dürfen wir hier wissen? So, ups. Wir haben das Studium und Yoga. Okay, es geht immer noch darum, bei sich selbst zu bleiben. Ich denke mal, einige werden die Tagesenergiebotschaft von gestern auch gesehen haben. Und es ist an der Zeit, bei sich zu bleiben. Wir haben ja auch wieder die Gerechtigkeit. Gestern hatten wir das Judgment. Deine Lebensaufgabe hat damit zu tun, Menschen, die deine Hilfe brauchen, Fairness und Schutz zu bringen. Vielleicht brauchst du auch selber Fairness und Schutz. Und das ist wichtig, dass du daran bleibst. Dann haben wir noch die Orakelkarten. Du hast die Fähigkeiten, Antworten und Führungen für dich selbst und andere zu erkennen. Das ist ja nett, Orakel, dass ihr mir das sagt. Wer hätte es gedacht? Also ich bin jetzt echt überrascht, positiv überrascht, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich da mitarbeiten, vielleicht. Gut, also kommen wir wieder zurück. Falls dich gestern irgendwas gestresst hat oder du allgemein ziemlich erschöpft bist von diesen ganzen Umständen draußen, dann versuche jetzt, dich wirklich an diesem Wochenende etwas zurückzuziehen und dich um dich zu kümmern. Hier ist das volle Selbstliebe-Programm angezeigt. Self-Care Deluxe, könnte man sagen. Lese, lache, forsche, bleib bei dir, mach ein bisschen Sport, guck dir Orakelkarten an, bastel, sei kreativ und heile deine Süchte. Es ist an der Zeit, Verhaltensformen loszulassen, die dich an der Erfüllung deines Herzenswunsches hindern. Bitte Erzengel Raphael, dir bei dieser Heilung zu helfen. Habe ich auch gestern drüber schon gesprochen. Und ich nehme mich da, hier unten drunter ist auch Erzengel Raphael. Der Engel der Heilung ist bei dir und hilft dir bei der Arbeit. Und ja, der ein oder andere hört es ja auch, meine Lunge ist ja auch nicht so ganz gut. Ne? Wie wir alle wissen. Und es geht darum, in die Heilung zu gehen, wirklich mal einen Gang runterzuschalten. Diese ganzen Anforderungen da draußen können einfach übermächtig sein. Du kannst nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und du kannst vielleicht auch nicht mit den Leuten, mit denen du normalerweise zu tun hast oder mit denen du normalerweise deine Zeit verbringst, jetzt deine Zeit verbringen, weil die dich vielleicht animieren, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen, zu feiern, ungesunde Verhaltensweisen an den Tag zu legen, in was für einer Form auch immer. Und jetzt ist es an der Zeit, diese Verhaltensform loszulassen, auch wenn heute Samstag ist, weil die Heilung vorgeht und vor allen Dingen auch deine emotionale Heilung vorgeht. Ich weiß ja nicht, was bei dir gestern passiert ist, aber dieses zur Ruhe kommen und über diesen Kram nachzudenken, der passiert ist, ist manchmal sinnvoller, als gleich wieder loszuziehen und weiterzumachen. Manchmal muss man die Sachen auch erstmal sacken lassen. Und ich weiß, es ist ärgerlich, dass jetzt Wochenende ist, aber vielleicht ist es wirklich besser, wie gesagt, mal einen Gang zurückzuschalten. Hier heißt es ja auch, du sollst alles loslassen, was dich bei der Erfüllung deines Herzenswunsches hindert. Und dann haben wir hier die Karte des Traumfängers. Was wünschst du dir wirklich? Also was ist denn dein Herzenswunsch? Vielleicht solltest du heute auch der Frage nachgehen, was du wirklich möchtest, anstelle dessen, was dir vielleicht angeboten worden ist. Ja, das ist vielleicht auch wichtig. Dann haben wir hier den Rückenwind. Dir steht auch eigentlich nichts im Wege. Das ist ja interessant. Dir steht nichts im Wege, außer dein Suchtverhalten, wie auch immer das ist, kann ja auch irgendwas anderes sein. Esssucht oder Fernsehsucht oder ich muss immer den pinken Nagellack oder Lippenstift tragen, sonst kann ich das Haus nicht verlassen, was auch immer es ist. Irgendetwas wird es da wohl geben, was noch nicht so ganz klar und rein ist. Ne? Und das ist auch gar nicht schlimm, das ist menschlich, das ist bei jedem Menschen so. Jeder hat irgendetwas. Ne? So, man kann ja auch päpstlicher als der Papst sein. So, was haben wir noch? Das Universum, es gibt einen höheren Plan und du darfst einfach dich da rein entspannen. Vielleicht kriegst du auch Botschaften von oben, wenn du zur Ruhe kommst. Vielleicht braucht dein Körper aber auch ein bisschen mehr Bewegung, Stretching. Und du kannst auf jeden Fall Selbstvertrauen dadurch gewinnen, dass du dich wieder um dich selbst kümmerst. Es ist wichtig, dass du lernst, den Unterschied zu erkennen zwischen dem, wofür du brennst, was das Feuer in deinem Inneren nährt und dich stärkt, und dem, woran du dir die Finger verbrennst, was vielleicht immer nur kurzfristig schön ist oder nur kurzfristig heiß
und dann dich wieder in so ein Tief fallen lässt, was eigentlich nicht notwendig wäre, wenn du im Allgemeinen stabil bist. Also, wenn deine Stimmung halt so mittelmäßig ist, deine Tagesstimmung ist mittelmäßig bis negativ, dann kann es sein, dass deine Lernaufgabe ist, dich da aus dieser Negativität auf diese Mittellinie zu bringen und dich einfach zu stabilisieren, zu lesen, ein bisschen rumzuchillen, vielleicht Musik zu hören und einfach zu entspannen, ohne dass du von diesem Alltag weglaufen musst, ohne dass du das verdrängen musst, weil Sucht ist immer eine verquere Suche. Du suchst eigentlich deinen inneren Frieden, du suchst Spaß, du suchst was auch immer du suchst irgendwas, du wirst es selber am besten wissen. Und weil diese Suche entweder nicht funktioniert, zu mühsam ist, Routine unterbrochen werden muss oder was weiß ich, was dir im Wege steht, wird dann eine Sucht an den Tag gelegt, weil es ist wesentlich leichter, zum Beispiel die Situation zu verlassen und draußen eine Zigarette rauchen zu gehen, anstatt in der Situation zu bleiben und sich den Dingen zu stellen und in Kommunikation zu gehen, zum Beispiel. Ganz kleines Beispiel. Es gibt tausende davon und du musst wissen, was es für dich ist, weil das ist ein allgemeines Orakel. Ihr wisst es ja. Ich habe es heute, glaube ich, gar nicht gesagt, aber es ist halt eine Kollektivlegung. Das heißt, sie kann auf dich zutreffen, muss es nicht. Und es kann auch sein, dass diese Botschaft heute für jemand anderen gedacht ist, wenn du sagst, nein, ich bin super mega unsüchtig, ich bin fein raus, vielleicht guckst du aber trotzdem 5, 6 Stunden am Tag Fernsehen oder hast zwanghaft immer das Radio an. Spür mal in dich rein, ob du nicht vielleicht doch Verhalten hast, was inzwischen einfach so routiniert ist, dass es vielleicht schon gar nicht mehr auffällt, dass du jeden Tag eine halbe Schokoladentafel essen musst oder so. Spür mal in dich rein. Es müssen ja nicht immer Drogen und Alkohol sein, die Süchte hervorrufen. Es können auch andere Dinge sein, nach denen man einfach so süchtig ist, dass man es gar nicht merkt. Es kann auch manchmal die Aufmerksamkeit eines anderen Menschen sein. Und in dem Moment, wo du hier in deinen Selbstwert kommst und alles auf dich zurückbeziehst, dich auf dich konzentrierst, wirst du hier ganz gut durchkommen. Und vor allen Dingen geht es auch um die Heilung. Also vielleicht musst du auch mal einen Gang zurückschalten und mal ruhig machen, damit dein Körper auch einfach mal sich regenerieren kann. Vielleicht war das einfach mental alles ein bisschen stressig in den letzten Tagen und jetzt brauchst du diese Ruhephase, um das mal sacken zu lassen. Ne? Auch das ist notwendig. Es ist immer wieder Entspannung notwendig. Auch wenn du Fitnesstraining machst, zum Beispiel, kannst du nicht jeden Tag das volle Programm machen. Du musst dann abwarten, dass die Muskeln sich wieder regenerieren, beziehungsweise die Muskeln sich wieder entspannen und wieder reparieren, damit du dann weitermachen kannst. Und so ist es halt auch bei zwischenmenschlichen Beziehungen. Manchmal ist es ganz intensiv und dann braucht man mal so eine Phase, wo man nicht so eng ist miteinander und dann geht es wieder weiter. Versteht ihr, was ich meine? So sollte es sein. Und heute, ne, grüner Strahl der Heilung, versuch dich mit heilenden Kräften zu umgeben. Vielleicht isst du auch was Grünes oder hast Lust, grüne Kleidung zu tragen oder so. Vielleicht hast du auch grüne Edelsteine wie ein Aventurin. Hier, wie diese kleinen Bröckchen da unten. Ja, spür dich rein, was dir gut tut und geh dem dann nach. So, jetzt machen wir auch mal Schluss. Mehr habe ich heute nicht zu sagen. Falls du Lust hast, es zu kommentieren, freue ich mich natürlich. Kannst du unterhalb des Videos machen. Ich freue mich auch über ein Däumchen nach oben oder eine Wertschätzungsspende. Das geht entweder über den Thanks-Button oder in der Videobeschreibung findest du auch mein PayPal-Konto und so. Gut, ihr Lieben, dann gehabt euch wohl, macht euch einen schönen, ruhigen, flauschigen Tag und dann würde ich sagen, wer Lust hat, kann ja nachher noch mal in die Herzensmenschlegung reingucken. Dann gucken wir mal so für all diejenigen, die auf die Liebe schauen, was da noch los ist. Und ansonsten gibt es morgen früh, wie gewohnt, eine Tagesenergiebotschaft, ja? Gut, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.